Hallo ihr Lieben, ja, das wird jetzt kein Cover-Video von mir, sondern ein ganz kleines Sprachvideo von mir. Ich wollte mich einmal bei allen bedanken, die meine Videos gucken, die fleißig kommentieren, fleißig liken, mir privat schreiben, wie sie die Videos finden. Es macht mir wirklich unheimlich viel Spaß, das Ganze zu drehen und aufzunehmen und es freut mich dann riesig, dann dieses Feedback zu bekommen von euch und auch Tipps von euch zu bekommen, was ich eventuell besser machen kann. Deswegen bleib gerne fleißig weiter dran. Ich freue mich auf jeden Fall und ich möchte ja auch, dass ihr ein bisschen Mitspracherecht habt an dem, was ich hier mache, weil ich das ja auch nicht nur für mich, sondern auch für euch mache. Und bisher habe ich meine Themenmonate immer auf Instagram abgefragt, also immer eine Umfrage gemacht, welcher Themenmonat soll als nächstes rankommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Community bei YouTube damit so ein bisschen außen vor lasse, obwohl ich es ja eigentlich für euch mache. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ab kommendem Monat ich immer am 1. eines Monats eine Umfrage auf YouTube machen werde. Und zwar bei meinem Profil unter Community. Dann werde ich da einfach euch fragen, welche Themen ihr haben möchtet, werde euch 2, 3 zur Auswahl geben und ihr dürft dann ganze 3 Tage lang abstimmen, welches Thema ihr nächsten Monat haben möchtet. Und den Sieger, den mache ich dann. Also davon suche ich mir dann halt Songs raus. Ihr könnt natürlich unabhängig davon mir immer Songs oder Themenvorschläge schreiben. Entweder hier in den Kommentaren oder bei Instagram. Ich bin auf jeden Fall offen für alles Mögliche, weil ich auch möchte, dass ihr die Videos gerne schaut und auch eventuell der ein oder andere Song oder das ein oder andere Thema drankommt, was ihr vielleicht mögt. Deswegen haut gerne eure Kommentare und eure Vorschläge raus. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf den ESC-Monat, der ja jeden Mai stattfindet. Und ich freue mich auf jeden weiteren Monat, der noch kommen wird. Hoffentlich mit ganz, ganz vielen tollen Ideen von euch auch. Ich habe euch ganz sehr lieb, bleibt gesund, bleibt glücklich und wir sehen uns im nächsten Cover-Video. Bye!